Also Kinder, kommt her und setzt euch im Halbkreis um mich herum auf den Boden, so wie immer. Sehr gut. Ich möchte euch heute von einer ganz besonderen Legende erzählen, die mit unserem geliebten Wald zu tun hat. Es handelt sich dabei um die Legende der Matriarchin des Waldes. Seit der Geburt unseres Waldes, der natürlich nicht immer so aussah, wie wir ihn heute kennen, existiert eine Kreatur, deren Aufgabe seit jeher darin besteht, diesen Wald vor allen Gefahren zu beschützen. Sowohl vor solchen Gefahren, die aus dem Inneren des Waldes selbst kommen, als auch solchen, die von außerhalb kommen. Niemand weiß, woher diese Kreatur eigentlich kommt. Vielleicht wurde sie von den Göttern gesandt, um deren Schöpfung zu bewahren. Manche Legenden besagen hingegen, dass eines Tages, mitten im Herzen des Waldes, als die zarten Buschwindröschen in voller Blüte standen und der Wald einem prachtvollen weißen Blumenmeer glich, eine dieser wundervollen Blumen, die deutlich größer war als ihre Artgenossen, jene mystische Kreatur hervorbrachte, die wir heute als die Matriarchin des Waldes kennen. Jene, die den Wald durchstreift haben und zufällig einen flüchtigen Blick auf die Matriarchin werfen konnten, bevor diese ihre heimlichen Beobachter bemerkte und im Schutz des Dickichts verschwand, behaupteten, dass die Kreatur von hochgewachsener und äußerst graziler weiblicher Statur sei, weshalb sie auch seither als Matriarchin bezeichnet wird. Auf den überlieferten Bildern zeigt sich, dass man die Matriarchin wohl auch nur deshalb von einer menschlichen Frau unterscheiden konnte, da die absonderliche Farbe ihrer Haut den grünen Blättern des Buschwindröschens gleicht. Zudem sprießen aus ihrem zarten Körper feingliedrige Ranken mit hübschen weißen Blüten und kleinen spitzen Dornen, die sich um ihre Gliedmaßen herumwinden. Sogar das lange glatte Haar, das bis zum Boden hinunterreicht, strahlt in einem viel zu reinen Weiß, das den prachtvollen Blüten des Buschwindröschens in nichts nachsteht. Sie wäre wohl eine atemberaubend schöne Gestalt gewesen, deren visuelle Abbildungen, die natürlich von Künstler zu Künstler in der Darstellung ein wenig variierten, man ewig hätte betrachten können. Wenn ihre Augen nicht auf jedem einzelnen dieser Kunstwerke so pechschwarz wie die tiefste Finsternis wären. Wenn man diese beunruhigend schwarz funkelnden Augen zu lange betrachtet, ziehen sie einen unweigerlich in ihren Bann und dringen bis in das tiefste Innere des eigenen Körpers ein, um die reine Seele darin zu erblicken. Einige Menschen, darunter auch einige der Künstler, die die Matriarchin gezeichnet haben, sollen nach einer längeren Betrachtung dieser schwarzen Augen sogar verrückt geworden sein. Angeblich haben sie Tag und Nacht ihre Sünden herausgeschrien und die Matriarchin um Vergebung angefleht, bis sie kläglich verhungert oder verdurstet sind. Doch auch dies ist nur eine von vielen Legenden, die sich um die Matriarchin des Waldes drehen. Welche dieser unzähligen Legenden wahr sind und welche nicht, bleibt wohl ungewiss. Zumindest so lange, bis sie sich dazu entscheidet, sich vor den Menschen zu zeigen. Doch dies würde vermutlich sie selbst und auch ihren Geliebten weit in Gefahr bringen. Deshalb wird sie sich wohl auch seit jeher vor den Menschen versteckt haben. Es wurde natürlich oft versucht, die Matriarchin in ihrem Wald aufzuspüren und sogar zu fangen, um sie lebendig an den meistbietenden Kuriositätensammler zu verkaufen oder sie als ausgestopfte Jagdtrophäe auszustellen und herumzuzeigen. Viele hohe Adlige haben im Laufe der Zeit immer wieder ihre besten Jäger ausgesandt, um die Matriarchin als Symbol ihrer Macht zu ergattern. Es entstand ein regelrechter Jagdwettbewerb, bei denen sich die Jäger und Söldner sogar gegenseitig töteten, um die Chance auf den hohen Preis zu erhöhen, der ihnen versprochen wurde, wenn sie die Kreatur erlegten und ihrem Auftraggeber brachten. Doch die Matriarchin kennt ihren Wald besser als jeder andere und weiß sich seit jeher vor den Menschen zu verstecken. Trotz der drohenden Gefahr, in der sie sich seit ihrer Geburt befindet, hat sie ihren Wald niemals verlassen. Der Schutz dieses Waldes war ihr stets wichtiger als ihr eigenes Leben. Nachdem jede Jagd auf die Matriarchin erfolglos endete, gaben es die Jäger und auch ihre Herren irgendwann schließlich auf und verloren das Interesse an der Matriarchin des Waldes. Kriege um Land und Ressourcen verlangten bald schon ihre ganze Aufmerksamkeit.
so geriet die Matriarchin des Waldes fast vollkommen in Vergessenheit. Doch die Legenden überdauerten die Zeit bis heute. Man sagt, dass die Matriarchin in der Zeit, in der der Wald und seine Bewohner keinen Schutz benötigen, in einen tiefen Schlaf verfällt, indem sie mit den Bäumen eins wird und von ihnen während dieser Zeit fürsorglich mit Nährstoffen versorgt wird, damit sie nicht stirbt. In dieser Phase des tiefen Schlafs überlässt sie ihren geliebten Wald jedoch nicht ganz sich selbst. Damit die Ordnung auch während ihres Schlafes aufrechterhalten wird, bestimmt sie stets einen Schutzgeist, den sie gewissenhaft nach den jeweils herrschenden Bedürfnissen des Waldes auswählt. Dieser streift schließlich so lange an ihrer Stelle durch den Wald, bis sie erneut erwacht. Doch das letzte Erwachen der Matriarchin muss nun schon eine Ewigkeit her sein, da sie lange Zeit niemand mehr in unserem Wald gesehen hat. Schade, dass der Wald abgeholzt werden soll, entfuhr es einem der Kinder, und die anderen stimmten ihm lauthals zu. Vielleicht erwacht die Matriarchin ja jetzt aus ihrem Schlaf und verhindert die Bauarbeiten, rief ein anderes Kind und blickte die überraschte Erzählerin mit einem erwartungsvollen Funken in den großen, runden Augen an. Leider wurden die Bauarbeiten bereits abgesegnet. Die Stadt ist mittlerweile einfach zu klein für so viele Menschen. Und deshalb soll an der Stelle des Waldes ein neues Wohngebiet entstehen, erklärte sie den Kindern in ruhigem Tonfall. Aber was wird denn dann aus den ganzen Tieren? Die müssen doch auch irgendwo leben. Genau, dann haben die doch gar kein Zuhause mehr. Als alle Kinder aufgeregt aufgesprungen waren und wie wild durcheinander riefen, schwante der Erzählerin so langsam, was sie mit ihrer kleinen Geschichte womöglich Großes angerichtet hatte. Sie musste die Kinder irgendwie beruhigen, doch sie wusste selbst nicht so recht, auf welcher Seite sie eigentlich stand. War sie für die Errichtung eines neuen Wohngebietes an der Stelle des Waldes oder dagegen? In den letzten Jahren hatte die kleine Stadt einen regelrechten wirtschaftlichen Boom erlebt, wodurch immer mehr Menschen angezogen wurden, die dort gerne arbeiten wollten. Doch so viele Menschen brauchen Platz und Wohnraum. Und dieser Wohnraum sollte nun einmal an der Stelle des Waldes entstehen. Sie kannte sich nicht mit solchen Dingen aus, deshalb nahm sie einfach an, dass der Wald wohl der einzige geeignete Platz für ein neues Wohngebiet darstellte. Sicher war sie sich dahingehend allerdings nicht. Seit der Bekanntgabe des Bauvorhabens gab es viele Menschen, zu denen vor allem die alteingesessenen Einwohner der Stadt zählten, die bewaffnet mit selbstgemalten Plakaten entlang des Waldrandes auf und ab liefen und gemeinsam aus vollem Halse Parolen riefen, um gegen die Abholzung des Waldes zu demonstrieren. War das wirklich so viel Mühe wert? Hatte sie sich jedes Mal gefragt, wenn sie die Demonstranten auf ihrem Weg zur Arbeit aus den Augenwinkeln heraus beobachtete. Und was viel wichtiger war, konnten diese paar Demonstranten überhaupt etwas bewirken? Konnte sie selbst etwas bewirken? Diese Frage beschäftigte sie selbst dann noch, als sie sich längst wieder in ihrer gemütlichen Wohnung befunden hatte und sich mit einem Buch in der Hand unter der kuscheligen Bettdecke verkrümelt hatte. Konnte sie selbst etwas verändern? Und wenn ja, wie sollte sie das bloß anstellen? Sollte sie gemeinsam mit den anderen Demonstranten auf offener Straße bunte Schilder hochhalten und Parolen rufen? Was würden die Leute über sie denken? Was würde ihre Großmutter sagen, die vor ihrer Rente zusammen mit ihrem Vater, der Bürgermeister des ehemals kleinen Dorfes war, dafür gesorgt hatte, dass sich dieses unbekannte Dorf zu der Kleinstadt entwickeln konnte, in der ihre Enkelin schließlich aufgewachsen war? Für die Vergrößerung des Dorfes hatten sie einige große und namenswerte Unternehmen an Land gezogen, die für den wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt hatten. Und ihre Großmutter selbst war es gewesen, die irgendwann sogar eines der größten Bauunternehmen führte, das von da an den Ausbau der Stadt vornahm und ein Wohngebiet nach dem nächsten aus dem Boden stampfte. Konnte sie ihrer Großmutter noch unter die Augen treten, wenn sie gegen das Lebenswerk dieser demonstrieren würde? Im schlimmsten Fall würde sie vielleicht sogar ihre Anstellung als Vorschullehrerin verlieren, wenn die Eltern der Kinder sie dort entdecken würden oder ihre Kollegen. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihren guten Ruf und ihren geliebten Job wirklich aufs Spiel setzen wollte, um den Wald zu retten, in dem sie schon als Kind zusammen mit ihren Eltern Pilze gesammelt hatte und mit ihren Freunden gespielt hatte. Sogar ihren ersten Kuss, an den sie heute noch gerne zurückdachte,
hatte sie unter einem der Bäume dieses Waldes erhalten. Sie hatte das Gefühl, dass sie noch heute eine Entscheidung treffen müsste, die womöglich alles verändern könnte.